Ja, guten Morgen, liebe Leute. Ich grüße euch. Herzlich willkommen zum neuen Radvideo mit mir und meinem E-Bike heute mal. Also es ist doch mächtig windig und ich will auch einige Höhenmeter machen heute. Im Hintergrund seht ihr schon das Objekt der Begierde, der Kasseflüm. Da möchte ich gleich hoch. Mit Auto bin ich schon öfter hoch, aber mit Fahrrad wird es Premiere für mich sein. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja, mal gucken, wie das funktioniert und ja, wäre schön, wenn ihr mich begleitet und bis oben dabei bleibt und natürlich auch den weiteren Verlauf der Tour mitschaut. Ich würde sagen, nicht lange gelabert, auf geht's! Ja, hier geht's vorbei am ehrwürdigen Kaiserhof. Ist auch schon etwas in die Jahre gekommen, müsste mal dringend restauriert werden, aber das zieht sich auch schon seit Jahren jetzt hin und irgendwie passiert hier gar nichts. War schon ein bisschen schade. Ja, jetzt bin ich hier im ersten Teil des Anstieges. Unten im Barkhausen. Ja, ich bin hier in der dritten Stufe. Geht schon ganz gut hoch. Ja, hier unterwegs noch so ein Kriegerdenkmal aus dem Ersten Weltkrieg 1418. Ja, und ja, wie gesagt, auf der Straße geht es für mich nach oben. Erstmal eine kleine Trinkpause und dann geht's weiter. Der Berg ruft. Ja, ich kurbel mich so langsam den Berg hier hoch. Ganz Sutsche. Ja, wie gesagt, an sich hatte ich ja für diese Woche eine andere Planung. Ich wollte mehrere Tage mit dem Zelt los. Aber das Wetter hat mir doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist mächtig frisch geworden. Nachts so 7, 6 Grad nur noch. Und tagsüber immer wieder Regen. Dachte mir, ach nee, das tust du dir jetzt auch nicht an. Dann mache ich hier in der Umgebung ein paar schöne Touren. Und ich habe auch zu Hause noch einiges zu tun. Also langweilig wird es nicht. Naja, wie gesagt, jetzt erstmal der Kaiser Wilhelm. Ja, das ist auch relativ entspannt noch alles hier. Ich hatte mir das schlimmer vorgestellt. Ja, vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Und das Gute ist, es ist Mittwoch heute. Wenig Verkehr. Mittwochvormittag natürlich noch weniger los, ist klar. Nö, ist wirklich schön hier hochzuradeln. Die Vögel zwitschern. Es riecht richtig gut nach Frühling und richtig toll. Macht Spaß. Also, bis später. Ja, jetzt bin ich schon da, auch nicht schlecht. War doch gar nicht so schlimm. Also mit E-Bike überhaupt kein Problem. Mit dem normalen Fahrrad, naja gut, anspruchsvoll, aber auch machbar, denke ich. Und ja, den Rest gehe ich jetzt noch zu Fuß, weil das ist für Fahrräder nicht unbedingt zugelassen. Ja, und dann sehen wir uns oben am Denkmal. Da geht's jetzt weiter. Ruhig hier oben
Und das Wetter spielt auch super mit. Kein Regen, Gott sei Dank. Sogar ein bisschen Sonne kommt raus. Kaum Wind hier oben. Gut, ich bin jetzt auf der windgeschützten Seite auch. Aber ganz toll, tolle Aussichten hier oben. Müsst ihr unbedingt mal herkommen, das ist echt super hier oben. Gastronomie ist auch hier oben. Also, ihr seid bestens versorgt. Ja, ich mache noch ein paar schöne Aufnahmen und dann bis später. Ja, wenn ihr mal hinter mir schaut, da kommt es doch ganz schön duster hergezogen. Nicht, dass ich noch einen abkriege hier oben. Aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ich kann mich hier ein bisschen unterstellen. Besser als wenn es mich in der freien Plane erwischt. Das wäre nicht so toll. Ja, wirklich sehr schön und sehr ruhig heute Morgen hier oben. Kaum was los. Oh, ich sehe schon, da hinten regnet es schon. Werde ich wohl auch ein bisschen abkriegen. Gut, mal zusehen, dass ich irgendwo runterkomme. Ja, dann will ich mal hoch zum Kaiser. Oder erstmal ins Trockene. Okay, ich gehe ins Trockene, es fängt an zu regnen. Jetzt bin ich hier unten im Besucherzentrum. So ein bisschen zu der Geschichte vom Kaiser Wilhelm Denkmal. Sehr interessant. Ja, jetzt zieht doch ein mächtiger Schauer hier rüber. So, nach dem Regenschauer, den ich gut und trocken überstanden habe, geht's jetzt hoch zum Kaiser. Mal gucken, was man da für schöne Aussichten hat. Ja, noch was zur Historie vom Kaiser Wilhelm Denkmal. Es wurde 1896 erbaut, nach 4 Jahren Bauzeit. Da waren teilweise bis zu 20.000 Arbeiter beschäftigt. Und ja, selbst der Kaiser kam persönlich hier vorbei mit seiner Gefolgschaft und vor über 20.000, 30.000 Leuten, die das Ganze begleitet haben, wurde das festlich eröffnet, das Denkmal. Ja, wie gesagt, tolle Aussichten hier oben. Auch an die Kinder wurde gedacht, schöner Spielplatz. Und da hinten zieht der Regen weiter. Mensch, da habe ich auch richtig Glück gehabt, dass das gerade hier oben passierte, wo man sich schön unterstellen konnte. Schon ein imposantes Bauwerk. Und das Schöne ist, das Wetter wird auch wieder besser. Schauer ist durch. Blauer Himmel kommt da hinten schon wieder. Ja, so muss das sein.
Ja, ich werde jetzt so langsam wieder zu meinem Fahrrad zurück. Werde es wohl ein bisschen trockenlegen müssen. Ich stand die ganze Zeit im Regen. Sattel ist wohl ein bisschen nass geworden und die Handgriffe, aber egal. Und dann geht es wieder den Berg runter und dann entlang des gegenüberliegenden Berges, des Wesergebirges, Hausberge, Lohfeld, Eisbergen, dann über Kleinbremen oder nach Kleinbremen geht es dann wieder in meine Heimat nach Nammen. Ja, und dann habe ich eine schöne Tour hinter mir. So, Besichtigung beendet. Jetzt geht's über nasse Straßen Richtung Barkhausen wieder runter. Und dann wieder über die Weser und dann nach Hausberge. Und da geht's wieder im Berg hoch. Also, es kommen einige Höhenmeter zusammen heute. Aber so wollte ich es ja haben, ne? So, ich mache mal ein bisschen weniger Filmung hier, denn Serpentinen sind angesagt. Obwohl, es geht an sich. Film und Berg runter. Man muss nur ein bisschen Zuchu fahren, dann passt das schon. So, die Abfahrt habe ich auch hinter mir. War richtig schön. Konnte schön laufen lassen. Ja, jetzt bin ich wieder hier unten im Barkhausen. Oh, es duftet hier. Oh, herrlich. Nach dem Regen. Ah. Ja, wie gesagt, jetzt geht es dann für mich rüber über die auf die andere Weserseite nach Hausberge. Bis später. Ja, jetzt bin ich hier im nächsten Anstieg, den Kirchsieg hoch in Hausberge. Ist aber auch noch relativ entspannt. Alles kein Problem. Mit E-Bike sowieso nicht. Ich bin nur oft mit dem normalen Fahrrad hier hoch. Ja, das strengt schon ein bisschen mehr an. Da ist es wirklich Wohlfühloase jetzt. Aber trotzdem, ein bisschen keuchen tue ich trotzdem. Auch nur ein ganz bisschen. Ja, jetzt habe ich Gott sei Dank die Hauptstraße verlassen. Ich musste eben auf der Hauptfahrbahn fahren. Der Radweg war plötzlich zu Ende. Und das war nicht so schön. Aber wir haben sie jetzt ja einen neuen schönen Radweg angelegt. Da kann man natürlich richtig schön fahren, ne? Haben auch schon manche Autofahrer für sich entdeckt, als Abkürzung. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. Hausberge hinter mir gelassen und ich bin jetzt gerade hier in Lohfeld, fahre unten am Berge lang Richtung Eisbergen. Ich werde vielleicht unterwegs noch mal kurz eine Windmühle besichtigen in Eisbergen. Ja, soll auch sehr schön sein. Gucken wir mal.
Ja, hier geht es über etwas holprige Wege zur Windmühle. Na, mal schauen, da war ich auch noch nicht bisher. Ja, da ist sie doch. Sehr schön. Ja, das ist die Windmühle in Eisbergen jetzt hier. Ursprünglich erbaut 1855, dann aber unten im Ort, wo wir abgerissen worden und hier neu aufgebaut. Ja, wie gesagt, auch schon ein etwas älteres Modell, aber mit Originalsteinen wieder aufgebaut. Ja, was gibt's da sonst noch zu sagen? Ich werde mich gleich wieder Richtung Heimat begeben. Da hinten, da kommen schon wieder Regenwolken angezogen. Und die muss ich nicht unbedingt abbekommen. Ja, wie gesagt, bisher sehr schön. Doch, ganz toll. Wettermäßig passt auch noch. Auf jeden Fall. Weiter geht's. Ja, Leute. Ich verlasse jetzt schon wieder hier Lohfeld. Das geht jetzt hier nach Eisbergen nur ganz kurz und dann den Berg hier hoch Richtung Totenmann. Dann unter der Autobahn, der A2 hinterher und dann runter nach Kleinbrehl. Es ist doch recht frisch heute Morgen. 13, 14 Grad, mehr sind es nicht. Dazu windig und immer wieder Schauer. Im Juni hatte ich an sich was anderes erhofft, aber gut. Muss ich nehmen, wie es kommt, ne? Ja, was soll ich sagen? Es geht schon wieder den Berg hoch. Ganz schön wellig heute, aber ich wollte es ja so haben. Alles gut. Ja, jetzt habe ich Kleinbremen erreicht und die Wolken werden immer dunkler. Ich hoffe, ich komme noch halbwegs trocken nach Hause. Mal schauen. Na, jetzt aber nichts wie nach Hause. Fängt schon an zu tröppeln. Ich glaube, gleich kriege ich eine Husche ab. Naja, das ist wie das. Bin ja nicht mehr, ist ja nicht mehr weit bis nach Hause. Ja, ich habe mich dann doch mal hier untergestellt. Es wird dann doch ein bisschen stärker jetzt. Und naja, gut, mal gucken, abwarten, wie doll es wird. Wenn es unserem Tröpfeln ist, dann fahre ich gleich weiter. Aber erstmal warte ich noch ein bisschen ab. Später. Ja, ich bin dann doch weiter geradelt. So schlimm war es dann doch nicht. Jetzt fängt es ein bisschen mehr an zu tröpfeln, aber ich fahre ja unter einem schönen Blätterdach hier. Da geht das alles noch. Und wie gesagt, nicht mehr weit bis nach Hause. Passt schon. Ja, es tröpfelt so vor sich hin. Wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Ist ja nicht mehr weit. Ich war eben noch beim Schweinebauern meines Vertrauens, Hof Pape, mache noch Direktvermarktung, noch so ein bisschen leckere Sachen geholt, Wurst hauptsächlich, sehr schmackhaft, kann ich nur empfehlen. Hof Pape in Namen, sehr gut. Ja, auf jeden Fall geht es für mich dann jetzt wieder nach Hause. Ja, liebe Leute, ich habe es geschafft. Ich bin wieder zu Hause. Doch noch auf den letzten Metern eine Husche abbekommen.
Naja, egal. So habe ich noch halbwegs Glück gehabt, sage ich mal. Ja, kurzes Fazit. War eine richtig tolle Tour. Auch wenn das Wetter ein bisschen, naja, nicht so richtig mitgespielt hat, aber trotzdem, war schön. Gerade Kaiser Wilhelm hoch, war richtig toll, super Aussichten gehabt. War richtig schön. Und unterwegs Richtung Hausberge, Lohfeld, Eisbergen, Kleinbremen, war auch richtig toll. Wie immer schöne Aussichten. Das Weser-Wien-Gebirge, immer schön. Ja, und wie gesagt, ich würde sagen, schön, dass ihr dabei geblieben seid bis jetzt. Daumen hoch wäre schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Tour. Macht's gut. Ciao.